So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe Dominik dabei. Servus. Und ich kriege jetzt erstmal 1000 Daumen nach unten, weil der Patrick sein Schalke-T-Shirt in das Kamera gehalten hat. Wir gucken uns heute an Moonstompy gegen Orzhov Weil. Orzhov Weil wird ja auch manchmal Death in Texas aktuell genannt. Ach, ja. Ich weigere mich, diesen Namen anzunehmen, ehrlich gesagt, weil das ist für mich absolut kein Texas. Nee, nicht wirklich. Und genau, da haben wir Mono Red Prison auf der anderen Seite. Das ist... Boah, die Thoughts, das ist richtig übel für Prison. Wenn man richtig tippt. Du musst die den Chromox nehmen. Ja, wäre ich auch. Bei Chromox wäre, glaube ich... Okay. Affe? Ja, okay, so okay. Nimmt der Chromox zwei Handkarten. Genau, Chromox nimmt zwei Handkarten. Ich kann den Gedankengang folgen. Aber die Hand... Boah, die Hand ist... Von Ozophile ist eine Wasteland, zwei Scrubland und eine Solitude. Das ist ja mega mies. Huh, mega mies. Boah, schöne Beta Mountain. Ja, das ist ein Beta Mountain. Dann... Go. Ah, da ist noch ein SRAM. Oh. Das könnte jetzt eine U-Trainisphäre. Darauf würde ich reagieren und würde den SRAM schmeißen. Den SRAM. Oh no, da ist noch ein... Da ist noch ein Bowmaster. Der ist nicht so gut in dem Matchup, glaube ich. Nee, so wirklich nicht. Der schießt ja kaum weiter ab. Also sogar... Ja, du kannst einen Rebelmaster doppelblocken. Ja, korrekt. Komplett korrekt. Aber ja. Man sieht hier auch wunderschön an der Helligkeit des Videos, dass wir an einem sehr sonnigen, wolkigen Tag gespielt haben. Oder irgendwie stand gerade einer vor der Tür. Nee, das ist einfach nur Sonne. Das wird jetzt öfter noch passieren. Ich werde jetzt schon mal überlegen, auf der Wasteland. Also ob ich. Ah nee, du musst die. Oh, Wasteland ich mit mal da? Ich würde den Wasteland machen. Die Wasteland ist besser. Nee. Das ist halt die Angst. Aber ich hätte hier einfach gewastelandet. Ich glaube auch. Ich hätte einfach doof. Truff und dann guckt er in die Röhre, weil so schmeißt er dir die Layer dahin. Genau, die Layer ist ziemlich gut. Oder auch die Fury, also wenn er jetzt irgendwie noch eine Red Source kommen würde für Ding. Oh, Magus auf dem. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Das ist doch noch ein Land. Nee, das ist ein zweiter Bowmaster und ein SRAM. Ich würde hier einfach den SRAM schmeißen. SRAM ist. Boah, man könnte auch Wasteland, aber Wasteland bringt halt nicht so viel. Ah, ist halt... Dann sagt mal Go, okay. Für zwei Mana, was? Ich wollte schon sagen, hier. Hä? Nee. Ja, ist nicht Mountain. Man kann die Dame nicht spielen. Hat nicht gewastelt. Oh, das war wie heißt der? War das ein Edikt? Ist das ein Edikt? Ach so, man hat einen Opfereffekt. Ja, ich glaube, das ist ein Opfereffekt. Aber Mainboard, auch selten gesehen. Man hat noch den... der Bait. Der Bait, der ist, Bait real. Ist real. Für drei Mana. Bowmaster. Bowmaster. Piu, piu, zwei Damage. Zwei Damage und einen Ping. Ja. Und noch... Ja. Oh, man hat geblockt. Oh, man ist für den Bait gefallen. Ei. Gut, auf der anderen Seite hat man jetzt auch einen 3-3 Doppelschläger, den man einfach droppen kann. Warum hat man da jetzt dazu gezirkelt? Man hat doch den Block, dann wäre der gestorben und dann spielt man den zweiten Bowmaster und der andere wäre gestorben und man hätte wieder den Token. Ja, genau, also das macht man tatsächlich. Man lässt den Damage auf den Stack gehen, also der Damage ist dann ein Damage auf dem Magus, dann spielt man den zweiten Bowmaster, schießt dann den Damage auf den Magus und hat noch eins eins übrig. Das ist komplett korrekt. Ja, also man muss erstmal Blocker declare und dann Damage-Step durchlassen. Das, genau, es sei denn, man möchte hier einfach Damage im Gesicht machen. Ja, stimmt. Shandra. Ui, ist gut. Auch spicy. Na, hier hinten auf den Damage wahrscheinlich. Ui, jetzt holt halt Moonstompy so richtig die große Kelle raus. Da ist noch ein Fury auf der Hand. Ach, wunderschöne Rebelmaster dabei. Ja. Das sind die Promos, die Old Border Foils. Mhm. Die sind aber bei ihm, glaube ich, auf Englisch. Ja, die sind immer Englisch. Hast du stimmt. Die sind immer Englisch, weil die aus dem 20th Anniversary. Ach, die einen waren pur Deutsch, ne? Ja. Die,
Ja. Wasteland ist, da hätte man aber auch einfach, ah ne, drin ist ja liegt, schade. Also, hätte da würde ich überlegen, mich Wastelande und den SRAM schmeiße. Den SRAM, einen der Orkisch zu einem Ding mache, zu einem hier Ringbearer für eins tippen gehen und dann schauen, was abgeht. Vor allem im nächsten Runde auch wieder Wasteland hat. Das ist eigentlich ziemlich gut. Okay, drei. Okay, ja, was passiert hier? Da liegt ja immer noch in der Trainingssphäre. Genau. Deswegen drei ist schon... Go. Okay, der Dings hat ja Flash, ne? Ja, aber man will doch hier... Uff. Okay, jetzt wird's interessant. Wie lange kann man die Karten von der Elemental-Dame spielen? Ich glaube nur diesen in dem Zug. Okay. Für 6. Also noch ein Goblin Rebel. Oh, noch ein Rebel Master. Oh. Ist safe, die Chandra gekommen. Das tut weh. Jetzt wäre hier safe die Chandra gekommen. Wow. Muss man leider. Bitter. Okay, man hätte auf der anderen Seite auch. Man hätte den angreifen können, doppelblocken können mit seinen beiden Baumastern. Weil er muss ja angreifen, er ist jetzt ein Goblin. Der andere hätte angreifen müssen. Dann hätte man die beiden Baumaster in den traden können, hätte vielleicht ein Land ziehen können, Solitude, Hardcast, blockt den anderen, je nachdem, ob man Land zieht oder nicht. Ja. Oder man hätte sogar ein Land fest gehabt, weil man hätte das Fetchland, SRAM, Fetchland haben können. Ja. Das hätte man anders machen können. Das hätte man ganz anders machen können. Du hättest auch einfach den SRAM davor halten können, der ist zwei vorne. Ja, das geht auch, aber... Also, du hättest verschiedene Lines gehabt. Ja, aber so ist es halt echt, meiner Meinung nach, noch die wirklich, weiß ich nicht. Da kommt ein Bloodmoon. Ich fetch mal schnell auf meine Ebene. Community-Ebene! Yes. Erste Ebene. Oh, Mann, oh Mann. Ja, ist schon spannend tatsächlich. Also gerade, weil so ein Beatdown-Plan von beiden. Aber Prison hat hier einfach den Stärken. Ja, Prison hat jetzt gerade echt einen Edge. Das liegt aber auch so ein bisschen dran, dass halt nicht so viel nachkommen. Da ist auf jeden Fall noch ein Swords. Das ist gar kein Edel. Das ist, glaube ich, eine Chemotherapy. Oh. Ja, aber das Problem ist halt auch, du hast halt so Solitude, Fury schwebt da immer noch so ein bisschen im Limbus rum. Hm. Das könnt ihr auch noch den Tag vermiesen. Also ja, man muss jetzt hier den Rebel Master Sworn. Ganz schlechter Stand für Orts of Vile. Hm. Ganz schlechter Stand. Vor allem halt ohne jede Fiole. Ohne jede Fiole verliert das Deck halt so schnell an Power. Aber es kann so geil sein. Okay, auf der anderen Seite ist Stompy halt einfach mal nur noch auf 6 Leben, ne? Ja, das stimmt, aber 6 Leben Stompy ist halt oftmals genug einfach für ins Gesicht. Das funktioniert nicht, weil Blood Moon liegt. Ja, ist glaube ich dabei egal. Man hat ja auch 2 Damage genommen. Man hätte auch einfach einen zweiten Mountain haben können. Warum? Aber ja, hier ist theoretisch da kommt Swords auf den Obelikats. Da hätte man dann 2 Leben mehr, aber es wird wahrscheinlich relevant sein. Ich glaube nicht, dass es relevant ist. Das ist eine Chalice, die kann man auch schön auf 1 spielen. Nee, eigentlich könnte man das nicht mehr spielen. Eigentlich nee, jetzt nicht mehr. Wenn er jetzt die Chalice spielt, wird es relevant. Ja. Oh, das wird relevant. Man tappt sogar, man zeigt sogar nach dem Block. Ah, nee, man hat es gerade gefixt. Nee, man hat es gemerkt. Man hat es gefixt, ja, perfekt. Ja. Wahrscheinlich, weil man überlegt hat, ob man die Chalice spielt. Ja, und dann gemerkt hat, oh, Blattmann. Das ist so ein blutiger Mond. Da ist der Edikt. Das ist kein Edikt. Oh mein Gott, ich weiß, was das ist. Das ist der Attraction Dude. Oh Gott. Das nicht sein Ernst. Oh, was passiert da jetzt? Oh doch, Attraction. Immer nachdem er gezogen hat, zu Beginn der Main Step, würfelt er einen Würfel. Oh. Wenn er eine geheilerte Marker auf einem seiner Attraction würfelt, dann darf er den Effekt auslösen. Aha. Ist gut, oder? Was kann der, die Attraction da? Ich hab keine Ahnung. Das ist, glaube ich, The Bin. The Bin kriegt, glaube ich, 1-1 oder so Quatsch. Ich glaube, jetzt ist es, oh, egal.
Oder passiert das, obwohl die... Ja, ja, das passiert immer. Das sind jetzt auch null Mana-Artefakte auf dem Feld. Ah, die kriegt man sogar weg. Ja. Die 1. Scheint nichts zu passieren. 1 passiert nie was, weil bei der 1 tatsächlich keins der Attractions geheilt wird. Ha. Also ist ja quasi ein Natural One. Also. Genau, Natural One ist halt immer singen. Dafür triggern die alle auf 6. Genau, hier einmal kurz noch ein Highlight für meine Patrons. Vielen Dank dafür. Ich muss es immer wieder mal einblenden und auch mal sagen, dass ohne die wäre ich gar nicht so weit gekommen aktuell. Sehr, sehr nett. Dankeschön. So, wir machen aber so ein bisschen weiter. Wir haben 1-0 für Mundsammel. Und ja, es sind viele. Die Talia-Tiers ist halt sehr hoch und auch die Sachen sind noch nicht mal alle gelistet. Ich habe ja noch die Supporter-Tiers. Die haben schon. Die noch nicht mal gelistet. Genau. Avengers Assemble! Richtig. Dann haben wir Mulligan auf 6. Start mit Caracas. Oh, Hagi in einem Blattmond-Deck? Und auch wieder keine Weil. Nee. Also, das ist echt nicht so toll. Auch nicht so wirklich viele andere Länder, ehrlich gesagt, auf der Hand. Gehalten, weil es gut aussah? Ich habe so ein bisschen die Fürchtung, das ist dieses, wenn ich noch ein Land ziehe. Ja, oder wenn er keine Chalice hat. Chalice. Ah, nee, da war, glaube ich, ein Sumpf ganz oben drauf. Chalice 1. Da ganz oben drauf. Fällt dieses Attraction-Deck jetzt erst auf? Ja, mir tatsächlich auch. Wenn jetzt ein Attraction-Dude gespielt wird, schade. Das hätte ich hart gefeiert. Das hätte ich einfach hart gefeiert. Oh, immer auf den Rummel, ey. Beste. Oh mein Gott. Aber da kommt Rubelmaster. Rubelmaster. Ja, das ist natürlich dann schon mal gut. Das ist ein super Start, vor allen Dingen mit der Chalice auf 1. Mm. Da kommt ein Sam? Nee, das ist ein Katar-Kavalier. 3-Mana Katar-Kommando, glaube ich, oder so ein Scheiß. 2-Mana-3-1 Flash, für 1-Mana Opfern zerstören und Faktorbezauberung. Ah, Anti-Blocken. Oder gegen die Chalice. Stimmt. Ich glaube, hier wollte man einen Mana-Spell spielen. Hat man sich vorher gut überlegt. Ja, dann kommt hier die Schwarjorino. Kein Schwarjorino? Nee, da kann man ja drauf warten. Vielleicht kommt was Schlimmeres. Ich in Combat. Bevor Combat. Zwei Leben, wichtig 22. Für den Rebel Master. Man muss sagen, man macht es, bevor er in den Combat Step geht. Genau. Ansonsten kriegt er trotzdem den Token. So, jetzt ist die Frage, kann sich hier Mordsov irgendwie stabilisieren? Oder überhaupt mal was bringen? Weil aktuell ist Stompy wieder ein bisschen vorne. Man musste sehr viel aufwenden, um zumindest die Vile und den Rebel Master wegzukriegen. Was könnte Mordsov Vile jetzt noch haben? Ich glaube, ein Recruiter ist auf der Hand, wenn ich es gesehen habe. Recruiter wäre nice, der toolboxt. Auch schön wäre ein Bowmaster, allein schon mit dem Token wegzupingen. Da kommt der Recruiter. Recruiter of the Guard. Gibt es einen Mana-Drop, den du haben willst? Nee, ich glaube, da ist keiner Mana-Drop drin. Das ist ein guter. Das ist ein guter 3-Mana-Drop. Lang nicht mehr gesehen, den Dude. Wirklich lang nicht mehr gesehen. Das stimmt. Der wird auch gar nicht mehr so häufig gespielt. Nee, ist halt mittlerweile einfach nur Baumaster leider. Ja. Aber zusätzlich Sideboard finde ich schon gar nicht schlecht. Ja, vor allem, weil man ihn halt auch noch zusätzlich tutoren kann. Ja, vor allen Dingen kannst du den halt für die anderen Ork-Armies legen. Ja. Oder legst ihn halt auf Arm. Du weißt, das Deck läuft gut, wenn die Leute anfangen, Affen zu haben. Ach du Schande, ich dachte gerade, der hätte den für Mana gepitcht. Ne. Dann weißt du, das Deck läuft gut. Das tut weh. Hm. Ich glaube, der liegt auf Goblin. Oh wow. Swarte den Affen, dann ist er auf 24. Boah, ich weiß nicht, ob ich Swarte hätte. Wir haben mit dem Recruiter reinzuhauen. Hör mal dann noch. Ich meine, er ist noch Sword auf der Hand. Sword und Sword. Ich glaube noch ein Recruiter. Das sah aus wie ein Recruiter, ja. Hm. Oh, Fiery Confluence. Bitte, 2 Schaden für dich. Da müssen noch. Oder das? Man hat 3 Schaden gemacht. Oh, warum?
Das kann ich dir nicht sagen, das könnte der liebe Patrick dir sagen. Ja, hau mal raus. hat der Fiery Confidence da 3 Schaden gemacht? Und wenn ja, warum? Warum? Okay. Solitude? Ich hätte naja, man hat 5 Mana. Ja, stimmt. Und der ist ein solider 5-Drop. Ja. Da wäre ich aber echt schon am überlegen gewesen, ob ich... Oh, der Bowmaster macht ihn zu viel. Attraction, Dude. Och, nee. Mehr Attraction, Dudes. Ah. Damit wir endlich mal über Attractions reden können auf diesem Channel. Trinisphäre. Ja, ja, 20 Turn 33, Trinisphäre. Die ist so richtig gut. Oh, das tut weh. Oh, oh Rebel Master. Ja, super. Aber das war eine gute Koordination von den Dingen. Ja, den kannst du gerade ignorieren. What? Block. Ja klar, man spielt jetzt Solitude rein, dann ist alles weg. Ja, aber der eine Goblin kann die auch in den Arsch speisen. Ja. David, ein bisschen auf die Karten rumgekratzt. Das mögen die besonders gerne. Ja. Tja. Hui. Solitude. Spannend, dass man Solitude jetzt einfach hier castet, statt dann jetzt auf den Gegnerzug zu warten. Also es ist ein bisschen inkonstant, wann man das direkt macht und wann man es im Gegnerzug macht. Ich würde das auch immer auf den Phasenwechsel spielen. Ich meine, klar, der Gegner weiß, dass das kommt. Aber da kommt was. Hat der noch eine Chandra? Das ist schlecht. Das ist vor allem schlecht, weil es hart Backfire mit dem Swords to Plowshares in der Hand. Ja, stimmt. Also jetzt einfach Swords to Plowshares für 3 Mana. Dann haust du dem in die Fresse, holst dir noch ein Land und hast dann sogar noch den was war da andere? Noch ein mehr Damage. Noch ein Recruiter, irgendwie noch ein 3-Drop war auf der Hand. Wasteland ist auch nicht mehr so relevant. Hätte ich das Mana tatsächlich aufbehalten. Kriegst du gleich. Mana kriegst du gleich. Ja. Kriegst du jetzt gleich ein Land. Ich hätte mir den Landdrop aufbehalten. Das wird jetzt halt schon hart. Ja, meine ich ja damit. Einfach das Mana aufbehalten oder Land auf. Was auch immer. Meine Initiative. Weil wenn jetzt tatsächlich einfach zurückgehauen wird und man dann irgendwie den wieder Ping-Pong macht, dann ist es schwierig. Auf der anderen Seite noch ein Berserker wird jetzt erstmal nicht kommen. Dann kriege ich aber noch 3 Leben. Ich glaube, das wird schon... Nee, gut, nicht. Der erste Würfel war doch gerade eben auf 6. Ach, das Solitude hat er noch angegriffen. Genau. Da auf der Seite 3 Leben, ja. Wunderschön, dass der Sumpf hier anders ist wie der andere Sumpf. Und dass die Ebenen auch unterschiedlich sind. Oh Gott. Er tut echt alles für dich, Dom. Boah, Steffen, darüber müssen wir noch schwätzen. Dann schwing für 5, runter auf 18, man geht selber hoch auf 24 mittlerweile. Man notiert es sich sogar, man dreht den Würfel nicht. Faule Sau. Ah, ah. Jetzt machen wir es doch. 24. Da sind Karakas und irgendwas. Ist das ein Cruder gewesen? Ja, den hätte die Runde davor schon spielen können, wenn er auf den Landdrop gegangen wäre. Da ist Sam. So, nehmen wir es auf Friede Frank? Glaub nicht. Man will den einfach nur als Backup haben. Der ist halt jetzt super, wenn man dann mit dem Recruiter blockt, den Sam spielt, Recruiter auf die Hand nimmt und dann mit Karakas den Sam wieder auf die Hand nimmt. Oh, der ist ja auch noch Legendary. Natürlich ist er Legendary. Gott. Jetzt zeigt das Deck, was es kann und jetzt wird's lustig. Jetzt. Chalice auf 2, jetzt wird's wieder unlustig. Ach, Mano, warum? 1? Ach, muss er. Hä? Der kann ihn nicht auf 2 legen. Hat doch nur 3 Mana. Oh, stimmt. Spannend. 5 Damage davon. Dann, 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 dann. Karte 10. Jetzt wirst du wahrscheinlich mit deiner eigenen Initiativen verprügelt. Vermutlich. Oh, das ist bitter. Ich wollte gerade sagen, du kriegst ja trotzdem den Recruiter an. Den wird der im Leben nicht blocken. Nein, kann er auch nicht. Das ist, wenn er den blockt, dann kriegt er nur noch mehr Probleme. Ja. 29. Es werden mehr Würfel. Die Würfel einfach gestapelt. Das ist auch schön. Ja. Zwei Karakas auf der Hand ist ja langweilig. Ja, vor allem verliert man jetzt die Initiative.
Nö, kannst du ihn zusammenspielen. Kannst du den ja wieder bauen. Wo ist der Sam denn hin? Der ist auf der Hand. Der liegt da. Der liegt da. Der liegt da. Boah, nee. Das, ich hätte spielst mit dem... Du Sam zum Block und bouncest den. Ja, das geht auch. Also Block, also spielen, Block, bouncen geht natürlich auch. Ist halt komplett von hinten durch die Brust und Auge. Aber ja. Das war dann auch das alles. Man muss nicht immer aktivieren, wenn geht. Das ist natürlich wirklich nicht schlecht mit Block Bounce. Das stimmt. Das ist schon nice. Du hast jetzt einen Infinite Block. Ja. Habe ich mit Talia auch schon so oft gemacht. Ja. Ja, für die nicht wissen, wie es geht, du gehst halt in Blocker-Declare-Stack, du deklarierst ihn als Blocker und auf den Wechsel in die Damage-Step sagst du halt, ich bounce den. Ja. Dann gilt der als geblockt und kriegst keinen Schaden. Serenity. Schritt weiter, Draw Card. Das war eigentlich zu spät. Gut, dass das kein Samstag und Competitive. Ach, warte. Darüber reden wir noch, Freundchen. Geht gar nicht. Serenity. Und da doch noch für 2 Mana. Ohne eine Trinisphäre. Ja. Jetzt läuft alles schief. Aha. Ja, da kriegt man noch ein Leben, gibt man auf. Aber hat als Solitude, glaube ich, geblockt. Ja. Ja, spielt den Schiedenturm von Pisa aus. Ja. Leute, vor allen Dingen kannst du Serenity wieder auf die Hand nehmen. Die wird ja mit platt gemacht. Ja, das ist korrekt. Ah, ist das dumm. Nein, der ist schon ziemlich gut. Also gerade jetzt mit Samwise hält das Deck sehr stark zusammen aktuell. Ja, aber ich finde die Synergie auch geil, weil du hast das Karakas drin, du kannst den bouncen. Das ist ein Squee, der macht gar nichts. Goblins. Das war's. Ja. Was ein Quatsch. Ach, der ist ja Legendary. Ja. Jawohl. 1-1. Bing, yes. Bing, bing. Da zeigt das Deck ganz gut, was es kann, wenn es mal läuft. Ja. Auf der anderen Seite hat Moonstomp hier einfach nie es geschafft, den Edge so weit nach vorne zu ziehen, dass man halt mal in eine Gewinnphase kommt. Du hattest halt also der Punkt, wo der Affe gedroppt wurde, war halt schon so. Also für ja, alle, zeigt die, meistens die, gegen Moonstompy spielen. Meistens ist das der Punkt, wo entweder irrelevant ist, ob die Karte gespielt wird, oder wo man einfach die Not am Mann hat, dass man die spielen muss. Mm. Und das ist nie ein guter Punkt. da fängt. Was kommt da rein? Ach, das ist das Shatter Skull. Oh, direkt ein Free Drop. Ah, da ist ein Solitude, Gott sei Dank. Oh, das hätte richtig. Die Serenity geht weg. Boah, das klatscht. Das tut weh. Aber auf der anderen Seite hat man es jetzt schon los. Ja, okay, jeder hat. Oh, Swords wichtig. Ganz, ganz wichtig. Swords ist wichtig und du brauchst aber. Okay, solide. Ja, kann man machen. Aber wichtig ist halt, der Moonstompy-Spieler hat 4 Karten weggeschmissen und du 2 in der Runde. Oh, das ist sehr gut. Den kann man swarden. Ja, da kommt jetzt der 2-2er und die Fable ist halt gut in dem Deck. Ja, das ist der einzige Grund, weshalb man die Baumaster noch drin lässt. Ja, für den Doppelblock. Weil ansonsten sind die Baumaster halt wirklich nicht gut. Die kriegen Token. Das war's. Ja, du kriegst halt Rebelmasters Price weg und die Goblins kriegst du gut gehandelt. Ja, und du kriegst halt, wenn der Gegner 2 Karten zieht. Stimmt. Ist der einzige zusätzliche Card Draw, den das Stack wirklich hat. Stimmt, wenn sobald der den Effekt, Moment mal, der setzt den Effekt auf den Stack, wann musst du den reinschmeißen? Davor. Und dann entscheidet er, wie viele Karten er abwirft. Leider. Ja. Aber du hinderst ihn immerhin daran, was zu tun. Uff. Ja. Das war. Das ist ein Land auf der Hand. Das sind 2 Länder. Engine Room und ein Mountain. Wir hatten eben schon mal die Frage, ist da ein One-Drop drin? Weil Etherweil auf 1? Nee. Also noch nicht mal ein Giver oder eine Mother? Nein, gar nichts. Hui. Gar nichts. Man brauchte Platz für die Swordsies und die hat man dadurch gemacht. Jo, und jetzt können wir den Baumaster reinschmeißen. Den Treasure kriegt er trotzdem. Aber man verhindert jetzt zumindest. Community-Ebene. Man verhindert jetzt zumindest, dass man Karten zieht und abschmeißt. Nee, das hätte man vorher machen können. Sollen. Ach, stimmt, ja.
Das war ja schon der Combat. Stimmt, die oh, Swords. Ja schon drauf. Oh, Swords. Okay. Also dann wahrscheinlich bevor man angreift. Ja. Dann ist man aber noch nicht in der Combat Phase. Dann könnte man jetzt noch einen Rebel Master smashen. Mhm. Oder man smasht, Initiative. Aye. Und auf der Hand ist nur noch, glaube ich, ein SRAM und ein Scrubland. Mhm. Das könnte jetzt böse werden. Mhm. Da braucht man gut in das Top-Deck, ansonsten fliegen wir gleich schwere Fetzen. Und das ist ein Land. Ein Land nee, ist zwei das ein Top-Deck. Und zwei SRAMs und ein Scrubland. Das sind zwei. Okay, damit kann man nichts machen. Ja doch, man kann SRAM spielen, blocken, weil SRAM auf die Hand nehmen. Ja. Und ist dann in der zweiten Ring-Temp-Zug. Ja, stimmt. Dann kannst du da auch schön durchcyclen, die ganzen SRAMs durchcyclen. Mhm. Blöd nur, da der Berserker Trampel hat und gleich 7-5 ist. Ich glaube, die SRAMs, die SRAMs sind, glaube ich, 3-2 für 2 oder sowas. Oder sind die 2-2? Die sind 2-2. Oder 2-3 maximal. Also kriegst auf jeden Fall Schaden. Ja. Auch so eine Karte, die man irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Dann war sie auf einmal da. Weil alles nach Bowmaster geschrieben ist. Alle Bowmaster und The One Ring gesehen hat. Und es gibt ja echt eine Menge von den herderigen Sachen, die mittlerweile gespielt werden. Ja, Sauron's Ransom, der Sam, noch ein paar. Ja. Die Cycler, alle. Ja. Also die Almana. Ist der gut. Der nur ein paar. Ah. Ja. Oh ja, copy den Loot. Das funktioniert diese Runde noch nicht. Nee. Wir haben ihn neu. Weil die, für alle, die es nicht wissen, die Spiegelung von Fable, die hat Einsatzbeziehung. Ja, da, und keine Eile. Ja. Also der wäre... Ja, oder war, nee, der war nächste, letzte Woche, der war letzte Runde schon. Nee, nee. Der hat die Runde davor. Hat er den Loot gedroppt und zwei Karten abgeworfen, zwei Karten gezogen. Ziemlich sicher. Nee. Die Runde davor wurde geswordet. Da haben wir nämlich noch gesagt. Es wurde die Runde geswordet, wo er angegriffen hat. Und das war der erste Angriff, den er machen konnte. Damit war die Fable auf einer. Eins, auf einer 2. 2. Das heißt, diese Runde ist auf die 3, dann flippt sie und hat noch nicht den Sharp-Effekt. Der hat aber letzte Runde auch den Berserker gelegt. Ja, aber die Fable hat keine Eile. Stimmt. Ja, ja, da war sie auf 2, jetzt ist sie auf 3 gegangen. Ja, ja, ja. Ich war gerade eine Runde im Delay. Ja. Schwierig, ja. Und könnte jetzt auch ziemlich viel ändern, das ja. Tatsächlich dadurch. Ich finde es übrigens ganz witzig, dass da jetzt immer ein Ring draufgelegt wird. Oh, nee. Doch. Auch wenn nirgendwo eine Karte ist, die sagt, wie der Ring funktioniert. Better put a ring on it. Könnte ich auch machen. Ich habe aber keinen Ring. Zumindest keinen, den ich dafür nehmen könnte. So, dann hat man wieder einen Samwise. Boah, Leute. Das mit dem Berserker ist jetzt halt schwierig. Das sind halt 10 Damage, die eigentlich erst die Sonne kommen werden. Ja. Und das ist schon... Das ist eine Menge. Da gibt's nichts, was dich retten kann. Die Solitude, aber nur, wenn du eine weiße Karte hast. Ich wüsste es nicht. Weil dann kannst du den Berserker auf den Copy exilen. Mir würde aber echt nichts anfallen. Gerade durch die... Oh, ja, okay, das geht. Er hat eine weiße Handkarte. Deswegen geht's. Dann könntest du die spielen, dann den Berserker runter machen, dann könnte man den Copy nicht machen. Ja. Dann hätte man jetzt ganze 10 Leben mehr. Oh, Boys. Oh, das ist bitter. Oh, das ist richtig bitter. Da werden sich Leute ärgern, glaube ich, die hier zugucken. Mhm. Aber auch das passiert. Ihr seht, Magic ist ein Skill-Game. Ja. Und manchmal macht man einfach Fehler. Es ist ein Spiel mit Menschen. Ja, ja. Menschen machen Fehler. Die waren schon wieder Würfelstapel. Ich weiß gerade, wie viel Leben der Zombie-Spieler jetzt hat. 6, 12, wahrscheinlich 15 Leben dabei. Vielleicht fällt der Stapel um. Vor allem hätte man jetzt auch mit dem Ringbearer hundertprozentig angegriffen und sich die Initiative wiedergeholt, weil der Gegner hätte nicht geblockt. Und jetzt geht er in den letzten, gleich in, ne, das noch nicht.
Fury, das ist okay. Oh, der, das ist jetzt um. Das jetzt ist aber schon rum. Land hat, kann man das Land droppen, noch für 6 rein smashen mit Fury. Würde ich auch einfach Knallhart machen. Ja. Hat man ein Land? Ja, man hat ein Land. Ich würde da jetzt einfach. Gib ihm. Einfach Randale gehen. Ja, Chromox. Imprint, Fury. Bap. Da brauchst du gar nicht mehr probieren. Das ist ich glaube, 2 eben. Ja, also normalerweise sind wir jetzt auf 12, dann würde ich es noch probieren. Ja. Aber auf der anderen Seite muss er gut, nächste Runde ist auch 12 Damage. Also bei dem Boardgame, nee, und da kommt das hätte tatsächlich rein. Auch keinen Unterschied gemacht, weil die 12 Damage jetzt durch die 2 Furies kommen werden. Spannend. Zwei sehr, sehr coole Decks, meiner Meinung nach. Ja, okay. Sehr schöne Decks. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Den Channel abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.